Hallo, zu meiner Präsentation über Bitcoin und auch die damit verbundenen unser aktuelles Geldsystem, die Fiat-Währungen. Als erstes, so tickt unser Geldsystem, das heißt, so ist es aktuell. Bis 1971 gab es einen sogenannten Goldstandard, das heißt, dass das Gold gekoppelt oder die Fiat-Währungen gekoppelt am Gold waren. Und seit 1971, seitdem es Präsident Richard Nixon beschlossen hat, er hat erst gesagt, ja, das ist nur für einen kurzen Zeitraum, dass wir das Fiat-Geld vom Gold quasi entkoppeln und dadurch mehr Fiat-Geld drucken können, als das Gold existiert. Bloß das Problem war, das Ganze wurde nie mehr rückgängig gemacht und dadurch entstand das Fiat-Money-System. Mindestreserven von 1% ist hier, das war für mich selbst auch erschreckend. Das müssen zum Beispiel die Sparkasse oder die Volksbank, also die Banken bei der EZB in Deutschland oder bei der Federal Reserve in Amerika vorzeigen, damit sie als liquide Bank zählen. Das heißt, ihr habt 10 Millionen, die ihr zum Beispiel vorzeigen müsst, aber dafür habe ich 100, dafür habe ich 1000 Millionen, also 1 Milliarde, die ich quasi rausgeben kann an Geld. Dann habe ich hier rechts nochmal die am meisten verschuldeten Unternehmen der Welt. Da war Volksbank ganz lange Zeit auf Platz 1. Inzwischen ist die Evergrande-Gruppe in China, also die Immobiliengruppe, noch höher. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel die Market Cap, also die Marktkapitalisierung von Volksbank, sich anschaut, die ungefähr bei 90 oder 100 Milliarden liegt, sind die zweimal so krass verschuldet, wie sie eigentlich wert sind. Und da merkt man schon, dass da irgendwas schief läuft. Dann habe ich nochmal hier zwei schöne Diagramme für euch. Einmal die Inflation, die krass am Steigen ist. Hier bis zum Februar habe ich es. Da war sie bei 7,9%. Und dann Money Supply, also wie viel Geld wurde gedruckt. Dann sieht man hier zum Beispiel, dass 2020, als Corona entstand, wurden ganz viel Geld rausgegeben an Firmen, an Privathaushalte. Und das Geld wurde halt einfach aus dem Nichts quasi erschaffen. Dadurch wurde in den letzten 2 Jahren ungefähr 40% aller Banknoten erschaffen, was sehr erschreckend ist. Und im Endeffekt entwertet es das schon bereits bestehende Geld. Das heißt, das Geld, was ihr auf dem Konto habt, ist dadurch jetzt viel weniger wert, weil sie Geld gedruckt haben. Jetzt kommen wir zum Bitcoin, was auch mein Kanal natürlich ist, und zu anderen Kryptowährungen. Einfach mal Bitcoin für Anfänger erklärt von mir. Ich bin auch ein Anfänger. Und zwar wurde das Ganze 2008 von Satoshi Nakamoto, kam das White Paper raus, weil da die zweite Riesenfinanzkrise war, nach hier der Dotcom-Bubble 2000, kam hier diese Immobilienkrise aus Amerika mit den Lehman Brothers und hat die ganze Weltwirtschaft runtergerissen. Ja, und seitdem existiert Bitcoin. Am Anfang hat es gar keine Aufmerksamkeit, niemand hat gewusst, was es ist, und jetzt zieht es immer mehr an und wurde sogar schon zum Mainstream, sodass zum Beispiel Elon Musk oder große Investoren rein investieren. Und das Ganze basiert auf Proof of Work, das werde ich auch gleich nochmal erklären. Der Vorteil von Bitcoin gegenüber dem aktuellen Fiat-Money-System ist einfach, dass es weltweit dezentral und ein Zahlungssystem natürlich ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier unten in Südamerika, hier nach Sibirien Geld schicken, von mir aus auch 10 Milliarden, weil es nicht limitiert ist. Und es kostet ganz wenig, also mit Geld meine ich in dem Fall Bitcoin. Dann habe ich hier nochmal kurz aufgeklärt, wie eine kleine Transaktion funktioniert. Das sind zum Beispiel zwei Wallets. Da schicke ich 100 Bitcoin rüber, man braucht keine Volksbank oder Sparkasse oder sonst was, sondern es geht direkt von dem Geldbeutel in den anderen Geldbeutel. Genau. Dann kommen wir zu einem wichtigen Baustein von Proof of Work. Das sind die Miner. Sie validieren die Transaktion, sie erzeugen neue Blöcke und neue Bitcoins und sie sichern die Blockchain. Das Ganze funktioniert so. Ich habe die Blockchain hier mal versinnbildlicht. Natürlich sieht es nicht wirklich so aus. Das ist alles ein Programmcode, der abläuft. Und ein Block ist quasi eine Zeit, in der Transaktionen ausgeführt werden. Und dieser Block muss validiert werden, indem die Miner, die ich hier veranschaulicht habe, ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen und ganz komplizierte Rätsel lösen wollen. Und der es dann als erstes schafft, der wird dann zum Beispiel mit 6,25 Bitcoin aktuell, was ungefähr 300.000 US-Dollar waren noch vor ein paar Monaten,
belohnt. Aber dadurch, dass halt alle Miner für diesen einen Block arbeiten, braucht Proof of Work einen Haufen Strom, sodass das System von Bitcoin circa so viel Strom wie die Ukraine, also das Land Ukraine vor dem Krieg, sage ich jetzt mal. Da will ich keinen Witz drüber machen oder so, aber das waren halt die Daten vor dem Krieg benötigt. Genau. Dann sind die Blöcke validiert, werden dazu hinzugesetzt und die Transaktionen, die in dem Zeitraum stattgefunden haben, die werden freigesetzt. Das heißt, wenn du jetzt dein Bitcoin, wie gerade eben veranschaulicht, in die andere Wallet machen willst, dann musst du so lange warten, bis der nächste Block hier dran gebaut wurde und die Transaktionen freigegeben werden. Das Geile ist auch noch bei Bitcoin, es gibt ein Ledger, also ein Zahlungsbuch. Man kann jede einzelne Transaktion nachverfolgen und es gibt nichts Anonymes so richtig. Also man weiß, von welcher Wallet in welche Wallet man Bitcoin geschickt hat oder jemals geschickt wurde, auch noch 12, 13 Jahre in die Vergangenheit, wenn Bitcoin überhaupt so lange existiert, 2008, ja, 14 Jahre sind es jetzt inzwischen. Ja, und man sagt zwar immer, dass es quasi, dass Bitcoin für illegale Sachen ganz gut genutzt werden kann, aber wenn der Staat es wirklich will, dann gibt es da bald Tools oder sonst irgendwas, wo die diese Wallets einfach per IP oder sonst irgendwas auf den PC zuweisen können und dann, also Bitcoin ist nicht wirklich anonym, sondern mehr oder weniger das Gegenteil, man kann jede Transaktion nachvollziehen. Dann einmal noch kurz Nachteile und Vorteile. Also Vorteile sind natürlich geringe Transaktionsgebühren. Wie gesagt, man kann 10 Milliarden verschicken und das kostet, sagen wir mal, unter 1% auf jeden Fall. Man kann es weltweit nutzen. Es ist dezentral, das heißt, es gibt keine EZB, die irgendwie schnell den Schalter umlegen kann und Geld drucken kann. Bitcoin ist komplett dezentral und vor allem auch limitiert. Es ist transparent durch den Ledger. Die Privatsphäre ist geschützt aktuell, weil man eben keinen Namen angeben muss. Und es gibt halt keine Einschränkungen, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Man kann so viel Geld, wie man will, losschicken. Nachteile sind aktuell natürlich noch die Preisschwankungen. Ich meine, beim Bullrun macht plötzlich Bitcoin 20x und dann geht es wieder 85% runter. Aber ja, Aufbewahrung und Sicherheit ist noch schwierig, weil jeder muss selber seine Schlüssel quasi aufbewahren. Also die Seed Phrases sind die Keys, wie zum Beispiel 12 Wörter oder 24 Wörter, die zufällig generiert werden. Die muss man halt selber aufbewahren und man kann nicht zu irgendeiner zentralen Sparkasse, sage ich jetzt mal, und wenn man irgendein Problem hat und kann dann sagen, die regeln das. Bitcoin wird natürlich kaum akzeptiert zurzeit. In Deutschland, also in Amerika, zum Beispiel El Salvador, hat halt einfach Bitcoin als Staatswährung, was richtig krass ist. Stromverbrauch habe ich gerade schon angesprochen. Und die Steuern in Deutschland. Also in Deutschland ist aktuell noch so, dass man nach einem Jahr steuerfrei ist. Und wenn man aber nicht steuerfrei ist, dann ist der persönliche Steuersatz zwischen 0 und 42% und 600 € im Jahr sind der Freibetrag. Dann habe ich hier nochmal einige Smart Broker und Exchanges aufgelistet. Ich benutze persönlich sehr oft FTX, also gerade für Kryptowährungen perfekt. Und Bison. Bison ist eine Stuttgarter Börse. FTX ist aus Amerika vom Sam Bankman-Fried. Das ist so ein bisschen der Kryptogott unter den Vitali und ja, Sams. Dann gibt es natürlich noch Bekannte wie Coinbase oder die größte Binance, die benutze ich nicht so oft. Man kann inzwischen sogar schon bei PayPal, bei Trade Republic und bei Scalable Capital Kryptowährung kaufen, was ich aber eher nicht so bevorzugen würde, weil dann hat man sie nicht selber in die Hand, man hat keine Schlüssel dazu. Von FTX, Bison, Crypto.com, Coinbase und Binance kann man sie natürlich auf seine private Wallet dann rüberschicken. Ja. Wo kann man damit aktuell in Deutschland zahlen, habe ich mal rausgesucht. Es gibt zum Beispiel Lieferando, bei denen kann man zahlen, bei Uhrzeit.org, A&O Hotels und Expedia. Außerdem ist Bitcoin, wie gerade eben schon angesprochen, seit September 2021, also über ein Jahr jetzt schon, in El Salvador die Staatswährung, eine von zwei, also den Dollar gibt es natürlich auch noch. Und jeder muss Bitcoin akzeptieren, der irgendwie größer ist, also jede größere Company. Und Steuern können in Bitcoin bezahlt werden an den Staat. Und jeder Bürger hat am Anfang 30 Dollar Startgebühren in Bitcoin bekommen. In Madeira und Prospera wird es auch noch eingeführt, also wurde. Und ist quasi auch dann als Staatswährung anerkannt worden. Dann habe ich noch zwei, drei kleine hier Schlagzeilen in der Newspaper gefunden, die ich ganz interessant fand, dass die UK, also Großbritannien, eine der größten
Global Hubs für Stablecoins vor allem werden will. Tesla Block und Blockstream möchten gemeinsam Bitcoin Mining mittels Solarenergie in Texas betreiben, was ja halt krass ist, weil Tesla eine der größten Firmen der Welt ist. Genau. BlackRock planning to offer crypto trading sources safe. So quasi BlackRock will Krypto offern und tatsächlich ist es gerade auch erst passiert. Ich meine, vor einer Woche oder vor 2, 3 Wochen ist es passiert, dass rauskam, dass BlackRock mit FTX, was ich auch richtig nice finde, dass die mit FTX zusammenarbeiten, weil ich FTX sehr oft nutze, dass die zusammenarbeiten. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen oder Anmerkungen habt über dieses Video oder über meinen Kanal an sich oder wenn ihr euch gut mit Blockchain, mit Bitcoin, mit Kryptowährungen auskennt, dann können wir gerne mal zusammen ein Gespräch führen und uns irgendwie hier über Zoom oder Skype treffen und einfach ein bisschen tratschen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.